Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute habe ich mir mal die neue Höllenhorde angeschaut. Höllenhorde bin ich wirklich sehr gespannt. Da wurde ja wirklich alles angepasst, was man auch nur irgendwie anpassen konnte vom PTR. Wellenlänge kürzer, mehr Gegner, mehr Äther, günstigere Kisten, viel, viel, viel mehr Loot aus den Kisten. Da bin ich jetzt ultra gespannt, wie gut das neue Ding, also die Höllenhorde ist. Im Gegensatz zum PTR. Ich hoffe, 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 dass ich echt überwältigt werde. Einerseits habe ich schon gehört, dass es mega viel Erfahrung gibt. Andererseits soll es auch noch Schmiedematerialien geben. Vielleicht ersetzt das da ein bisschen die Grube. Stufe 2 ist wahrscheinlich einfach genug, dass wir das easy hinkriegen. Stufe 2 sollte auf jeden Fall machbar sein. 6 Wellen. Jede Welle geht 60 Sekunden, nicht mehr 90 Sekunden. Bedeutet, das Ganze dauert trotzdem 6 Minuten. Mindestens. Plus Boss dann am Ende. Ist schon eine Zeit, aber ich meine, Grube dauert auch 2-3 Minuten, so ist jetzt nicht. Jeder sammelt auf jeden Fall seine eigenen Äther-Sachen ein, das weiß ich schon. Man merkt auf jeden Fall schon mal die Gegnerdichte. Das war ja vorher immer so Wellen, ne? Eine Welle und hier hast du die ganze Zeit durchgehend Gegner. Das ist schon mal sehr viel, sehr, sehr, sehr viel angenehmer. Schon 16 Äther. Okay. Wählt eine höllische Gabe aus, das kennen wir ja schon, ne? Alle, die es noch nicht wissen. Man kann jetzt hier quasi einen Buff und Debuff auswählen. Hätte ich gerne gezeigt, Männer, aber egal. Und der entscheidet dann, wie die nächsten Wellen sich ja, bespielen. Man hat immer eine negative Sache und eine positive Sache. Und kann dann zwischen drei Sachen immer auswählen. Und gerade wenn man dann später irgendwie 10 Wellen hat, kann das dann in der 10. Welle extrem krass werden. Da können dann zusätzliche Gegner spawnen, richtig krasse Bosse. Man kriegt einfach doppelten Äther oder es fällt Feuer vom Himmel, also richtig krasse Sachen. Da muss man dann genau schauen, was man nimmt oder halt nicht nimmt. Genau, man merkt schon, dass hier die ganze Zeit durchgehend Gegner sind und sich das ganz anders spielt, als es noch im PTR war. Es sind viel, viel, viel mehr Gegner. Bedeutet auch, man levelt hier natürlich sehr viel schneller. Also zum Leveln ist das mega gut und du brauchst dann zum Leveln auch gar nicht so einen hohen Kompass machen, aber. Guckt euch an, ihr müsst ja nur oben rechts mal auf die Karte gucken, wie viele Gegner die ganze Zeit rumstehen. Durchgehen, das ist schon à la Bonheur auf jeden Fall. Und auch die 60 Sekunden fühlen sich jetzt durch die Menge an Gegnern viel kürzer an. Also rein vom spielerischen Aspekt haben sie da auf jeden Fall schon mal eine gute Sache gemacht. Im Gegensatz zum PTR, als zum Testserver, den ich gespielt habe. Was hier auf jeden Fall Sinn macht, ist einen Charakter zu nehmen oder ein Bild zu nehmen, der übelsten AOE. Clear hat, so wie es jetzt hier auch mit Pulverisieren der Fall ist. Wenn ihr hier mit Einzelwaffen-Dinger reingeht, so, dann wird es schwierig. Ich glaube, da ist schon gut, wenn du einen heftigen AOE-Clear hast. 92 Äther schon. Nochmal zur Erinnerung, im PTR war es so, dass die Greater Aphix-Kiste 250 Äther gekostet hat. Und das habe ich nicht einmal geschafft. So, und jetzt geht's hier zum Boss. 150 Äther eingesammelt, dann geht's zum Boss und der Boss gibt, glaube ich, auch nochmal Äther. Okay, stellt euch die Höllenhorde erneut, indem ihr mehr Höllenkompasse findet. Übrigens, die Kompasse kriegt ihr entweder aus dem Segen der Mutter Battle Pass oder halt, sobald ihr die Questline durchgespielt habt, könnt ihr die in der Welt finden. Hier steht's auch nochmal. In der Höllenflut, Altrun Dungeons und in der Höllenhorde könnt ihr die finden. Allerdings erst, wenn ihr die Questline ein bisschen durchgespielt habt. So, jetzt gibt's hier Materialschatz. Es gibt hier Ausrüstungsschätze und es gibt gar nicht mehr diese Hoard-Kiste. Kann sein, dass die vielleicht auch erst später kommt. Und hier gibt es dann mit dem Verbleibenden noch Gold. Ich würde einmal Material aufmachen, um zu gucken, wie viel rauskommt. Ich hab's nicht gesehen. War da was bei? Nee, war nichts mit bei. Okay, vielleicht aber auch erst in den höheren. Stufe 2 Kompass hat sich nicht belohnt angefühlt. Wir haben keine Obduzite, Ingolit und Niedereisen bekommen. Ich versuche jetzt nochmal. Stufe 3. Bonustruhe mit. Ah, guck mal, hier ab Stufe 3 gibt es eine Bonustruhe mit garantiertem großem Aphix, die 60 Äther kostet. Okay. Wir machen nochmal einen Stufe 3 Kompass und dann sehen wir uns nochmal am Ende wieder bei der Belohnung. Okay, das war's. Welle 6. 340 Äther. Ah, nochmal so 30. So, Leute. Wir sind wieder zurück. 358 Äther. Hier gibt es natürlich den GA. Ich will erstmal gucken, ob es hier jetzt Obduzite oder so gibt. Ich glaube aber. Ja, 13 Obduzite. Ab dem Dreier gibt es Obduzite. Und wir machen einmal den auf. Junge, das lohnt sich ja übel. Aber den kannst du nur einmal aufmachen, okay. Ich sag, der ist Müll, mülliger Müllmüll. Und jetzt kann ich hier 10-mal das aufmachen, oder wie? Das gibt ja übel Obduzite. Und wahrscheinlich, wenn die Kompasse noch höher sind, dann gibt es auch Ingolit und
die anderen Sachen. Ist ja übel nice. Okay, ich bin Höllenhorde-Fan. Und wie viele Level habe ich gemacht? Knapp Level 79, also 3,5 Level habe ich gerade gemacht. Wie viele Obduzite waren das? 176 Obduzite. 75,5 auf fast 79. Ja, ich habe 71 Paragon-Punkte. Also ja, man levelt hier ganz schön krass schnell, Leute. Ja, was kann ich abschließend dazu sagen? Ich finde die Höllenhorde sehr, sehr, sehr viel besser, als der PTR es gezeigt hatte. Aber immer noch leider nicht gut genug. Wir haben zwar heute nur Höllenhorde die Stufe 3 und 4 Kompasse gemacht, aber das war schon relativ schwierig und die Gegner waren schon Level 140. Selbst wenn man dann Kompass 7, 8, 9 oder sogar 10 schafft, was wahrscheinlich sehr, 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 sehr schwer sein wird und die wenigsten schaffen werden, so wie Grube Stufe 100 plus, finde ich, ist die Belohnung immer noch viel zu schlecht. Die Greater Aphex Kiste gibt viel zu selten guten Loot und dann machst du da 10 oder sogar 15 Kisten auf von den 20ern und da ist dann vielleicht einmal was drin, was eventuell gut ist, aber der Loot an sich dafür, wie viel Zeit du da investierst, ist einfach immer noch viel, viel zu schlecht. Die Wollen an sich machen übel viel Spaß, aber ja, das Feature an sich finde ich immer noch viel zu unbelohnt und wenn es dann nicht die einzelnen Uniques geben würde, die neu ins Spiel gekommen wären, wäre ich ganz ehrlich, würde ich das glaube ich gar nicht mehr spielen, weil es einfach zu unbelohnt ist nach 7, 8 Minuten, wo man sich wirklich anstrengen muss, dort überhaupt mal ein gutes Item zu bekommen. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare zu der neuen Höllenhorde, da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin da eher so mit gemischten Gefühlen, bin ich wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr nichts zu Diablo 4 verpassen wollt, würde ich mich natürlich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen, sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.